Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ist heute ein bisschen was anderes dabei. Wir fahren heute ein bisschen Bus. Ja, ich habe den Bus-Simulator mir zugelegt jetzt und werde jetzt ein bisschen Linienbus fahren und alles drum und dran. Ich habe das Spiel das erste Spiel mal in dieser Art, was ich so spiele privat. Gut, Musik muss ich auch noch leiser machen. Kann ich das jetzt so hin? Machen wir gleich. Ja, Star Wars muss ich leider beenden, weil es irgendwie nicht mehr so wirklich wollte, wie ich das wollte. Deswegen haben wir jetzt mir jetzt ein neues Spiel zugelegt. Ich werde jetzt einen Simulator mal spielen ein bisschen und alles drum und dran einfach mal was ganz anderes auf meinem Kanal machen. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich das hoffentlich in diesem Spiel haben werde. Und ja, wir gründen erstmal ein neues Unternehmen. Bisher den ein Busunternehmen. Ich nenne es einfach Kev Enterprise. Da. Oh, ich mach mal meinen Jugendnamen. So, das war das einfach so nennen. Reisen. So. Sandbox-Modus brauchen wir nicht einfach gerade aktivieren. Wir nehmen es jetzt mal raus. Fahrtmodus vereinfacht. Ich werde ein bisschen realistisch fahren. Wie greife ich das realistisch? Doch, ich mach's realistisch. So, gut. Wir haben ein Reiseunternehmen gegründet. Ich will übrigens die Version der PS4 auf der PS4. Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Dieses Spiel wird von Montag bis Freitag geplant, zumindest erstmal bis hier wird es um 20 Uhr rauskommen. Mal gucken, wie wir dann erstmal weiterkommen. Jetzt aber erstmal planen wir am Sonntag schon die erste Folge. Die Karin, wie gesagt, dass ich gestern letzte Woche da war, hatte und heute Abend um 20 Uhr kein Formel-1-Rennen darf stattfinden, da ich privat unterwegs bin. Deswegen dachte ich mir jetzt schon mal die erste Folge zum Einstieg am Samstag. Ich bin selber mal gespannt, wie sich das so, wie das Spiel mich so erwartet oder was mich einfach so erwartet, wie das Ganze so ist und alles drum und dran. Ich habe mir einen zweiten Simulator dazugelegt, ich habe mir noch den Berufsfeuerwehr-Simulator zugelegt, habe nebenbei noch einen Flughafensimulator drauf und den Gold-Simulator natürlich immer noch drauf. Also es kann passieren, dass demnächst noch ein paar Simulatoren kommen, sei es aber auch nur so ein bisschen Just for Fun, ein bisschen zum Stream mal oder sowas. Aber das hier soll quasi ein Let's Play werden. Mal gucken, wie weit wir das ziehen. Ob das ein großes Langzeitprojekt wird und alles drum und dran. Oder wir einfach ein bisschen Spaß haben und dann einfach mal ein bisschen durchwechseln. Kann sein, dass wir aber wirklich einfach mal sagen, komm, ich probiere einfach jetzt mal ein bisschen was aus. So ein, zwei Folgen mal so, ein bisschen oder drei Folgen, je nachdem, wie es ankommt. Und wir dann einfach mal auf den Berufsfeuerwehr-Simulator gehen, einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, reinzubekommen. Ja. Naja, gucken wir erstmal uns das ganze Ding an, auf jeden Fall. Gut, wir müssen als erstes starten. Wir haben 20.000 auf unserem Konto. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt auch mal kommen. Als erstes sollen wir uns einen Fahrer, Menschen, wie auch immer, stellen. Uniform. Okay, wir haben nur zwei Uniformen. Dann nehmen wir erstmal den hier. Primärfarbe. Sekundärfarbe. Hose schwarz. Immer. So, grün. Naja, grüne Scheiße. Nehmen wir die. Tertiärfarbe. Ah, das ist okay. Das ist für die. Für die Arme. Haarfarbe. Blond. Die Hautfarbe. Ich will jetzt. Nee. Und auch kein Donald Trump. Wir nehmen die normale Farbe 1. Okay. Gut. Oh, hallo. Hier ja, drüben. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro Car. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Genau, wir gucken uns ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, was für eine Stadt wir hier sind. Steht das irgendwo? Steht nicht momentan irgendwo. Okay. Fahr-Event, Fahrt abbrechen, Spiel beenden. Nee. Also, ich will die Musik zumindest mal leiser machen. Mini-Kartensichtbarkeit, nur in Ego-Ansicht und der Außenansicht nie sichtbar. Okay, nur am Bus. Immer sichtbar. Okay, da gucken wir uns mit die weitere Mini-Karte auf jeden Fall. Das ist immer ganz gut. In der Außenansicht, in der.
Spiegelsichtbarkeit immer sichtbar. Titelkonversation brauchen wir mal an. Informationschecke lasse ich mal, mache ich mal ein bisschen runter auf 8.75. Zielkurvenforscher aktivieren, dann machen wir das mal auf an. Der Kopfhörungswert, okay. NSC. Okay, Fahrgast blockiert an der Tür. Fahrgast den Bus verlassen. Fahrgast hört nur laute Musik. Fahrgast lässt Müll im Bus sammeln. Fahrgast hat Wertsachen im Bus verlassen und Auto blockiert. Haltebuch. Okay, das lassen wir auf jeden Fall erstmal soweit alles auf dem Mittel stehen. Das ist so in Ordnung. Wir gucken mal weiter. Naja. Gesamtlautstärke, Mutterlautstärke, bla, irgendwas. Die Musiklautstärke, ich zieh die mal komplett runter. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich brauche keine Musik im Let's Play. Gut, ja, das ist okay und wir machen weiter. Ja, bitte. So, hier können wir uns ein bisschen angucken und alles um und dran. Wir können zu unserem Bus gehen. Nutze den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Das mache ich ja auch. Verdrehte mit dem Fronttür-Schloss aktiviert. Ist das unser Bus hier? Ja. Okay, Tür entsperren. So, und jetzt? Das ist nicht unser, oder? Das ist unser Bus. So, der Bus ist eigentlich wäre er offen. Oder kann ich jetzt, hä? Ich kann nicht einschalten, hm? Wieso? Hä? So, was ist das auf unserem Bus? Ja, das ist unser Bus. Was haben wir denn? Deutsches Kennzeichen? JU. Für welche Stadt das steht, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich, ist das überhaupt unser Bus? Oder ist das nicht unser Bus? Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Aber es müsste unser Bus sein, noch nicht. So, Bustür entsperrt. Der Vorderseite des Busses sagt die. Ah, okay, Vorderseite Tür öffnen. Hier ist es. Ja. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln. Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich so lange hier hin. Wir machen mal die Tür. Okay, dann kann man die Fahrertür entfernen. Dann machen wir da mal auf. Und Führerstand besteht. Die betreten. Moment. Wer das überhaupt möchte. Hallo? Okay, so war das. Gut, wir sitzen jetzt im Bus. Dieses Ding ist zu. Und die junge Dame ist da. Mit L3 kann man die Außenansicht wechseln. Okay, so. Wechsel in die Ego-Ansicht. Also haben wir die Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Okay, Fahrkartenautomat. Wie mache ich jetzt das Licht an? Retarder. Okay. Fahrkartenautomat, Fernlicht. Nee, brauche ich nicht. Fahrkartenautomat, Führerstandsbeleuchtung. Okay. Fahrgastteilabteilbeleuchtung. Fahrkartenautomatbeleuchtung. Ich muss mich jetzt mal komplett reinfuchsen, bevor es hier irgendwie mal irgendwann losgeht. Aber dann mal gucken, ob wir noch heute überhaupt unsere erste Fahrt tun. Fahren neutral rückwärts. Okay. Was haben wir hier? Die vorderen Türen, die hinteren Türen. Ah, so kann man die Türen zumindest mal öffnen und schließen. Okay, das ist soweit okay. Geschwindigkeitsbegrenzer, den müssen wir auch nochmal. Motor ein aus. Rampe. Rampe ist ja wahrscheinlich eher gut für die Rollstuhlfahrer und so. Okay. Die Feststellbremse. Was haben wir hier? Fahrzeuglichtschalter, da ist es. Das wollten wir auf jeden Fall mal haben. Weil normal muss man ja den Dings machen. Gut. Können wir jetzt mal irgendwie mal. Gut, Führerstand, Zoom an.
Ah, so können wir uns ein bisschen näher umgucken. Okay, öffnen das Action-Menü. Steuerungsmenü, Lichtmenü, Türmenü. Falsche Stellen, Bremse, Vollschulraum, Bewürger, verlassen, Fahrkanone machen. Okay, das ist gut. Aber das kriegen wir ja auch hier so hin. Schalte zu einem, der die angezeigte Führerschein oder die angezeigte Taste drückst. So, also, wir sollen die Zündung anmachen. Das heißt, Motor ein, aus. Lichtmenü, Türmenü, Feststellbremse, Fußschrauben. So, okay. Okay. Ja. Okay, alle Lichter anmachen. Zack, zack, zack und Fernlicht. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Oh Gott. Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Gut. Also wie fahre ich jetzt? Wechsel in den Gang, um zu fahren. Wechsel ich in den Gang? Ah, hier. Deswegen ist eine Automatik, oh Gott. Okay, das ist gut, dass ich so fahren kann. Das funktioniert. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Ja, die habe ich schon gesehen. Überprüfe die Strecke auf dem GPS. Wir sind ja da jetzt. Also müssen wir jetzt eigentlich theoretisch links abbiegen. Können wir hier einfach jetzt abfahren? Ja, können wir, ne? Das ist nicht so einfach, Leute. Seaside Valley ist die Stadt. So. Ja, die Strecke sehe ich. Wir müssen jetzt als nächstes gleich links. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Das ist gut. So. Mein Vorteil ist, dass es eine Automatik ist. Das heißt, ich kann ein bisschen. Muss ich jetzt mal ein bisschen reinfuchsen. Hätte ich jetzt hier blinken müssen? Gibt es irgendwo einen Blinker, wo ich jetzt sagen muss, ja. Schau mal nicht, ne? So, die nächste Haltestelle. So, da ist grün, das ist gut. So, wir fahren jetzt, wo wir fahren. Oh Gott, ich bin so nervös. Erstes Let's Play hier. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ja, 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 ja. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Also es gibt doch einen Blinker. So. Oh, Moment. Sorry, ich muss so viel Dinge jetzt gerade auf einmal passen. Ah, Blinken, okay, Blinken R1, das ist gut. Das ist immer gut. So, wie war das jetzt hier aufmachen? Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. So, links ist auch frei, kommt kein Auto, das ist gut. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Oh Gott. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Gut, da ist keine Ampel, das heißt, wir können einfach hier fahren.
Wir haben eine Minute, zwei Minuten Zeit. Oh, nee, das war doch. Okay, war okay. Wir müssen nicht zur. Da müssen wir nicht halten. Wow, hast du es eilig? Mit der Fahrweise kriegst du bestimmt kein Problem mit der Pünktlichkeit. So, bitte schnell. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht. Perfekt gehalten. Darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz. Die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar. Bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Wechselst du Fahrgastabteil Spielingansicht mit? Mit was? Radiopause? Ah, hier. Dankeschön. Sehr gut. Coole Idee. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen Bluetech-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Gut, dann können wir jetzt fahren. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Gut zu wissen. Wir haben 3 Minuten Zeit für die nächste Haltestelle. Jetzt möchte jemand aussteigen, scheinbar. Oh, der Blitzer. Den habe ich fast nicht gesehen. Ich bin fast so schnell gewesen. So. Gut, dann können wir ihn mal halten. Weil die Ampel schließlich rot. Ja, und ich besitze auch einen Autoführerschein. Das heißt, ich kenne mich auch ein bisschen mit den Verkehrsregeln aus. Also... daher alles gut. Blinker korrekt eingesetzt. Sehr schön. Gute Information. So, da hinten ist auch die Bushaltestelle. Ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt die komplette Fahrt hier durchkriegen. Wir haben aber noch massig Zeit und die Karten. Und die Dings sind nicht weit mehr. 70, ich weiß gar nicht, wie schnell wir sind mittlerweile. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Schlagloch. Das sollten wir zunächst unterlassen. Nächste Halte Siegwalden. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Ich auch. Das Timing besser. Also, oh, wir haben ja einen Rollstuhlfahrer. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Was möchtest du denn haben für eine Karte? Das ist... Der Fahrkarte möchte, eine Gast möchte eine Äußerkarte. Das machen wir doch. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Das ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Ach, im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Jo, jetzt ein bisschen wenig. So, drucken.
So, und du kriegst jetzt... Ach, er möchte 2 Fahrkarten, okay. Dann kriegst du noch eine. Du möchtest noch eine Einzelkarte haben. Noch eine Studentenkarte. Du möchtest 2 Karten, okay. Halt mal. Drucken. So, gib Wechselgeld, indem du vorher haben. Wie viele Karten haben wir jetzt gegeben? Er hat mir jetzt 5 gegeben. 1,40 muss er zurückkriegen, okay. So. Die hat er auf jeden Fall zurückgekriegt. Hallo. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, okay. Kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Ja, kann ich machen. Wo ist die Scheiße? Wo ist die Rampe? Da. Nimm mal. Hintere. Oh, das war keine Absicht. Jojo. Hat er die jetzt... Ist er jetzt eingestiegen? Ne, ist nicht eingestiegen. Warte mal. Ich muss aber gerade suchen, wo die ist. Tut mir leid gerade, dass ich das, dass ich noch... Langgas. Ich bin noch neu. Tada. Ich hab's vorhin noch gesehen, wo das Ding war. Die Geschwindigkeitsanzeige. Was war das denn? Scheibenwischer. Was war das denn? Da war die Rampe. Ach so. Ah, ich muss gedrückt halten. Gut. Jetzt erklärt sich das. Und jetzt muss ich alle Türen wieder öffnen. Jetzt kann er nämlich reinfahren. Sehr umständlich, aber es funktioniert. Und da rechts im Spiegel sehen wir ja, wo der... dass er einsteigt. Sehr schön. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Hm. So, dann können wir jetzt auch die Rampe wieder einfahren. So. So, dann können wir die Festspielbremse lösen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Ja. So, da ist jetzt... Ne, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Aber momentan haben wir so Verkehr gerade. Das Schwimmbad ist ein Perfekt. Toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Okay. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint oh, cool. sich umgesprochen zu haben. Ups. Ein bisschen aufpassen mit den Schlaglöchern. Wir haben noch 20 Sekunden. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben hier, weil wir extrem lange an dieser Haltestelle gestanden haben. Warte mal, müssen wir da? Ne, da müssen. Okay, ist okay. So. Ja, ich komme hier zu spät. Das schaffen wir nicht. Ja, die Zeitschwafe, ne? Ja, weil wir jetzt ein bisschen Kohle verdient, verloren haben. Weil wir zu spät sind. Ich habe dieser Bushaltestelle extrem lange gestanden. Sind noch fast, dass wir nicht irgendwie... Ah, perfekt. Blinker korrekt eingesetzt. Ja, außer, die Zeit haben wir jetzt, die wir verloren haben, sind wir eigentlich relativ gut dabei. So, wir sind jetzt gleich an der Haltestelle. Und dann war das unsere erste Fahrt im Bus. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus.
An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Oh, klar. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Das heißt, ich muss den Bus schließen wieder und die Rampe ausfahren. Achso, ja, die haben wir. Dann weiß ich jetzt aber, wo es ist. So. Ich glaube, das waren alle. Mhm. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Oh, ich muss die Handbremse erst lösen. So, jetzt geht's weiter. Ach, das wird zu müde. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Mhm. Hoffentlich schicken Sie uns bald Ihre Designvorschläge. Sehr gut. Weil der Bus sieht noch sehr nackt aus. So, wir sollen Vorfahrt beachten. Das heißt, was hier... müssen aufpassen, dass das jetzt von rechts kommt, alles halt Vorfahrt. Weil wir sollen sagen, dass von links kommt. So, fährst du? Fährst du nicht? Fährst du nicht? Okay, ich fahre. Okay, dankeschön. Ach, da unten ist die Geschwindigkeitsanzeige. Okay. Ich war mal ein bisschen zu schnell. Ja, aber wie gesagt, wir waren gleich für eine halbe Sekunde zu spät oder so, 30 Sekunden. Das ist in der Deutschen Bahn, bei der Deutschen Bahn tatsächlich ein bisschen mehr. Aber es macht Laune, muss ich sagen. Ja, wir hatten Vorfahrt, das ist gut, das heißt, wir konnten durchfahren. So, wir müssen jetzt in die Garage und zwar jetzt rechts abbiegen. Fahrerfenster. Die biegen auch alle ab, ne? Der lässt es durch, okay. Das wird voll geklappt. Mega korrekt eingesetzt. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Also, wir müssen da rein. Ja, passt man da mit einem Zug rein? Das ist es halt, ne? So Bus ist nicht so ganz einfach zu fahren. Blinker links passt. Passt auf jeden Fall. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Ja. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Ja, und das war die erste Fahrt. Schalte alle Lichter aus. Zack, zack und zack. Oder doch nicht? Ich treffe nicht immer die Taste, perfekt, jetzt klappt's. So, ich schalte die Zündung aus. Das Bus ist aus. Und verlasse den Führerstand. Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Ja, aber nicht jetzt.